aber kein Highlight. Das Gesicht schon. Was haben wir hier denn wieder Schönes liegen? Ihr habt es bestimmt schon gelesen, es geht wieder um das Günstigste. In dem Fall haben wir hier Wolfgang, also nicht verwechseln, eine 4K-Kamera, die man in dem Bundle, wie es jetzt hier liegt, auf Amazon für 69 Euro, glaube ich, kaufen kann, oder was? 70 Euro? Genau, aber mit Gutschein bezahlt man aktuell, man kann da so einen Sofortrabatt aktivieren, zahlt aktuell so 50 Euro. Jo, das heißt, wir kriegen hier eine wasserdichte Kamera, zumindest bis 40 Meter Tiefe aufgrund des Gehäuses, so wie das halt eben vor 3, 4, 5 Jahren bei Actionkameras war. Wenn man sich jetzt die neuen GoPro-Generationen anguckt, die haben dann Kunststoffgehäuse komplett oder gummiertes Gehäuse komplett geschlossen. Die machen das auch so. Ob das jetzt 40 Meter Wassertiefe auch aushält, ist eine andere Geschichte. 4K mit 30 Bildern pro Sekunde, elektronisch stabilisiert und ein bisschen Zubehör mit bei. Und das, wie du jetzt gerade sagst, im Angebot für 50 Euro knapp. Genau. Und Amazon Bestseller Nummer 1. Und wir wollen halt mal rausfinden, ob das Ding auch was taugt. Ne? Das sagt natürlich alles. Kommt aus Shenzhen, wie es zu erwarten war. Ja, London, Frankfurt auch nochmal. Gut, an der Verpackung können wir jetzt nicht allzu viel ausmachen. Externe Mikrofone wären noch mit erkannt. Soweit konnte ich das zumindest erlesen. Ansonsten sieht es aus, wie eine Actionkamera eben aussieht. Aber Accessoires, Zubehör. Ui, da ist eine Menge mit drin. Ich kipp das jetzt hier einfach. Oh, das erinnert mich an die ersten China-Action-Camps, die wir damals getestet haben. Kauf dir mal eine GoPro für 500 und du hast nicht mal ansatzweise so viel Zubehör mit bei. Okay, das ist ja schon mal gut für alle Eventualitäten gerüstet. Das heißt, hier haben wir erstmal Kabelstrapse. Wir haben nochmal Klettbänder, um das irgendwo irgendwie festzumachen. Dann nochmal. Dann gibt es den normalen Schuh zum Einstecken. Also den kennt ihr wahrscheinlich auch. Ladekabel, Micro-USB allerdings noch. Nichts mit Typ C, also ganz so ultramodern sind wir noch nicht. Dann haben wir hier so eine Gehäuse, ich packe das hier in dem Fall einfach mal aus, so eine Gehäuseaufnahme, da kann ich dann die Kamera ohne den Wasserschutz mit reinklemmen. Dann nochmal so ein Schuh, den ich dann quasi, wo haben wir das Gegenstück eigentlich? Müsste so ein Helmaufnahme sein. Genau, hier ist dann quasi so ein Klebepad, auch das ist so typisch GoPro und diesen Schlitten kann ich dann hier quasi reinstecken, halt so oder so. Dann steckt ihr hier drin. Hier ist ein Klebepad, das kann ich irgendwo ransetzen und die Kamera kann dann, wenn ich das jetzt hier öffne, dann reingesteckt werden, festschrauben und dann habe ich quasi die Möglichkeit am Helm, Armaturenbrett, Motorhaube, was weiß ich, wo das hin soll. Das ist mit bei. Dann gibt es noch einen Klappschutzdeckel, einen Ersatz für das Gehäuse. Der ist ja hier schon mal mit bei. Gibt es noch einen. Das ist gut. Dann nochmal Klebepads und nochmal so eine Metallschlaufe, Reinigungstuch für einen Fahrradlenker oder allgemeinen Lenker, eine Schnalle. Dann nochmal so ein Schnellspanner, wie wir hier schon einen haben, bloß diesmal quer. Dann haben wir nochmal einen, so als Verlängerung gesehen. Den kann man drehen, oder? Der ist dann wahrscheinlich drehbar. Stimmt, der ist drehbar. Hier ist dann auch nochmal, also es liegt wahnsinnig viel mit bei. Dann haben wir das externe Mikrofon, das ist natürlich dann jetzt sehr interessant. Also finde ich jetzt gerade krass, dass das auch mit bei liegt. Also es gibt ganz viele Hersteller, die sagen, ja, externe Mikrofone werden unterstützt. Ich habe bis jetzt aber noch keinen gesehen, der das Lavalier-Mikrofon direkt mit beilegt. Gut, vielleicht müsste man öfters mal bei den günstigen Herstellern gucken, aber bei den renommierten ist es nicht der Fall. Dann gibt es eine Fernbedienung per Bluetooth wahrscheinlich als Auslöser, Bild oder Video. Praktisch, wenn man das irgendwo für sich selber nutzen will. Dann nochmal eine Gürtelschnalle sozusagen, um das damit ranzuklacken. Dann gibt es zwei Akkus gleich. Okay, wahrscheinlich so mit 1200 mAh. Mal gucken, was drauf ist. 1050, also ein bisschen kleiner. Also gut eine Stunde werden wir filmen können und danach ist Ende im Gelände. Dicke Anleitung. In allen möglichen Sprachen. Also zubehörtechnisch ist das schon mal sehr, sehr krass, was hier alles mit beiliegt. Und das ist dann die Kamera. So, darauf drücken, das da runterziehen und dann irgendwie anwinkeln. Wir machen das mal ohne, mal gucken, was hinkriegen. So, genau oben den, dann so und dann kann man das aufnehmen. Und dann schieben wir die hier mal, das kann auch ab. Hier raus, oh, die sieht aber klein aus. Kommt mir aber vom, hier ist auch nochmal eine Folie drauf. Von der Optik her sehr bekannt vor und die wiegt gar nichts. Da ist irgendwie nichts dran und nichts drin. Hey, der Akku ist ja auch noch nicht drin. Ja, recht hast du. Deswegen liegen zwei mit bei, damit das doppelt so schwer ist. Also die beiden Akkus wiegen mehr als die Kamera gefühlt. So, Micro-USB für eine Datenverbindung gehe ich mal von aus, beziehungsweise zum Aufladen des Akkus. Dann haben wir eine Micro-HDMI müsste das sein. SD-Karten-Slot, um auch irgendwie Speicheraufnahmen machen zu können. 3,5er Klinke, beziehungsweise, nee, Quatsch, ist ja gar keine. 2,5 müsste es sein für das Mikrofon. Das kann man benutzen. Ansonsten sollte es wahrscheinlich ein internes Mikrofon haben.
Bedienelemente für W. Es kommt mir mega, mega bekannt vor. Sieht wirklich so aus. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie die hießen, aber die haben wir in der Form schon mal irgendwo mal gehabt. So, die sahen damals auch alle so aus. Ja, von damals. Hatten auch beide an der rechten Seite dann diese zwei Knöpfe, oben den Bestätigungsknopf. Ja. Was uns schon mal sagt, das Ding hat keinen Touch. Das auf jeden Fall nicht. Und die 4K mit 30 würde ich jetzt sogar auch in Frage stellen. Das werden wir sehen. Ich versuche gerade hier das Akkufächlein aufzumachen. Ich habe keine Ahnung, es ist eine Tortur. Also ich muss hier nach links ziehen und dann theoretisch mit dem anderen Finger den Deckel aufmachen. Ja, dann nimm den kleinen Schraubenzieher, damit du da rumkommst. Ja. Und das bedeutet ja schon mal viel Spaß beim spontanen Akkuwechsel. Das kriegst du mal nicht so eben hin. Ich hatte so übrigens in den Rezensionen gelesen, dass jemand gesagt hat, man braucht Operationsbesteck. Ja, das fühlt sich auch so an, als würde ich hier gerade am Kleinhirn rumoperieren, weil, also man kommt ja mit beiden Fingern, kommt man hier einfach nicht ran, weil da ist gar kein Platz. Also ich brauche Werkzeug. Das ist eigentlich nicht cool, weil wir haben zwar zwei Akkus, aber wenn ich unterwegs bin, wie soll ich den einsetzen? Also da muss ich ja halt irgendwie immer Werkzeug mit bei haben. So, jetzt hoffe ich auch, dass einer von den Akkus auch noch irgendwie Fülle bietet. So, also ich krieg den, obwohl, jetzt mit dem Akku drin, kriegt man es rausgezogen. Ah, okay, dann haben die das so gedacht. Aber für die erste Betriebnahme ist es natürlich von Nachteil. Okay, wir lassen den trotzdem mal hier liegen. Hier oben ist Feuer frei. Nee, vorne. Ach so, hier ist, nee, Mode. Ach so, und an, ja. Gucken, was passiert. Ah, Wolfgang geht an. Wohlfang. So, wir hätten gerne Deutsch. Kein Touchscreen. Wir gehen mal nach unten und bestätigen. Ja, ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Was haben wir? 14., 15.? Der 16.5. Ach, der Monat. Den 5. machen wir so. Dann geben wir mir alles so ein, wie es sein soll. Ups, 17. Wir sind Tag voraus. Es ist jetzt 15 Uhr irgendwas. 14.50. 14. Gehen wir mal andersrum. So, das passt. Zack, fertig. Tag, Tag. Monat, ja, so wollen wir das. Karte formatieren, von mir aus. Nee, warte, ich gebe dir mal gerne eine, ja. Dann. Das sieht schon aus, das sieht schon aus. Mhm. So rum nicht, sondern so rum. Zack. Karte ist drin. So. Abschluss, TF-Karten, bla, irgendwas. Wir drücken mal hier drauf. Jetzt haben wir WLAN an, wir könnten uns dann mit der App verbinden, okay. Genau, das ist dann für die App. Oder sparen wir uns einfach erstmal. Mikrofon habe ich jetzt gerade ausgemacht, jetzt habe ich es wieder angemacht. Ansonsten... Ich denke mal, oben würdest du die Aufnahme starten und vorne kannst du dann die Modi durchschalten. Ja, also starten kann ich so schon mal. Wir machen jetzt einfach mal so ganz spontan eine Rucklog hier. Mach mal einmal ohne, falls das jetzt ein absolutes Chaos wird, dann auch mal ruhige Fahrten. Und red mal dabei. Wir wollen das Mikrofon mal testen. Ach so, ja, tritra tralala. Ich gucke auch mal direkt in die Kamera. Hey, das reimt sich sogar. So, ja, internes Mikrofon, keine Ahnung. Wir machen nochmal Stopp. Jetzt gehen wir mal hier mit dem Modus hier vorne durch. Es lädt. Ah, 20 Megapixel, stimmt. 20 Megapixel soll der Sensor haben. Für Fotos? Das ist die Wiedergabe. Das ist der Wiedergabeordner, keine Datei. Danke. Videoauflösung 4K30. Anti-Shake war sogar noch aus. Machen wir erstmal. Nee, musst oben bestätigen. Du bist jetzt im Menü zurück. Ach so, jetzt musst du ja, wieder stimmt. Alles durchgehen. Jetzt, jetzt musst du mit dem vorne Knopf wieder alles durchgehen. Du bist ja jetzt in den nächsten Menü. Stimmt. Lautstärke, Signal, Belichtung. Sprache, wegklicken, drücken Sie den Auslöser, um zu beenden. Nein, möchte ich nicht. Videoauflösung oben drauf drücken. 4K30, 2,7K mit 30, Full HD mit 60 und 720p mit 120 Bilder pro Sekunde. Wir belassen das jetzt bei 4K30. Anti-Shake machen wir jetzt an. Das heißt, die Aufnahme müssen wir nochmal machen. Looping. Ach, guck mal, er springt auch runter von 4K. Ja. Ach so, da haben wir es ja dann wieder. Also elektronische Bildstabilisierung, das bedeutet, es wird ein großes Bild aufgenommen und ein Stück davon wird einfach abgeschnitten, also quasi was dann wackelt, um das dann so ein bisschen auszugleichen, ganz simpel gesagt. Mit einer optischen Stabilisierung hätte man dann hier die volle 4K-Auflösung zur Verfügung, haben wir aber nicht. Okay, das heißt, wir belassen das bei 2,7K mit 30 Bildern und einer Stabilisierung, weil das macht hier bei seiner Actionkamera natürlich Sinn. So, jetzt versuche ich mal irgendwie rauszugehen. Hier musst du drücken. Drücken Sie den Auslöser, um zu beenden. Der Auslöser war ja hier. Nee, ist der OK-Knopf.
Ah, das ist mir zu kompliziert. Das ist echt, ohne Touchscreen ist das Mittelalter. So, okay, wir sind raus. Dann machen wir das Ganze nochmal und ich würde sagen, in Tageslichtkondition dann auch nochmal. So, es heißt jetzt, okay. Ha, es nimmt auf. So, einmal wieder so eine ruhige Fahrt. Ich erzähle nochmal wieder was dazu. Drehe mich hier nochmal so ein bisschen um. Drehe das Ganze zu mir um. Achso, so sieht übrigens das Studio hinter uns aus. Wenn man es denn erkennen kann. Wenn man es denn erkennt, das weiß ich noch nicht. So, und dann machen wir jetzt nochmal so eine kleine Ruckelorgel. Keine Ahnung, was da von bei überbleibt. So, stopp. Ein Foto kannst du gerne auch noch machen. Ja, wie... Einmal mit Mode den nächsten reingehen. Ach so, stimmt, jetzt genau. Und dann jetzt machen wir mal eine Aufnahme. Mikrofon, Lautsprecher haben wir auch, das hört man. Jetzt versucht ihr es mal so im Selfie. Ah, das sieht gut aus, ihr seht es ja auch. Ne, so. Perfekt. So, und ich würde sagen, wir machen draußen auch nochmal eine Aufnahme und dann gucken wir uns das Ganze irgendwie mal an. Jo, würde ich sagen. Weder Kosten noch Mühen gescheut, einmal im Block gerannt und jetzt bin ich da. Und tatsächlich gab es auch gleich eine Fehlermeldung bei einer Aufnahme nach 11 Sekunden, dass ich doch bitte die TF-Karte wieder neu einstecken soll. Das heißt, er hat die dann irgendwann verloren. Die Aufnahme war nichts. Das Gleiche ist mir wieder passiert, als ich hier reingegangen bin ins Studio. Die Kamera war leider in dem Moment aus, sonst hätte man das noch lesen können. Also ist schon mal ein Start, der nicht so cool war. Also es ist mir auch draußen passiert. Das heißt, sämtliche Aufnahmen, die ich ganz kurz machen wollte, also einmal 4K und einmal mit 2,7K stabilisiert, muss ich doppelt machen, weil die Speicherkarte nicht wollte. Und ich will dazu anmerken, wir haben sehr hochwertige Speicherkarten. Also so ein SanDisk Extremes, ja, sind nicht die teuersten, aber sind auch nicht die günstigsten. Eine große mit 128 GB sollte eigentlich ausreichend sein. Und der andere Punkt ist, mir ist die Kamera direkt auch einmal abgestürzt. Also ich musste dann den Akku rausnehmen, habe kein Spezialwerkzeug bei gehabt, habe zum Glück vorher geübt, dass ich weiß, hier drücken und dann am Nippel ziehen, um den Akku rauszubekommen, ist jetzt nicht so ein cooler Start. Ich würde sagen, erstmal das beiseite gelassen. Wir gucken jetzt mal rein, was wir tatsächlich aufgenommen haben. Jo. So, wir haben deine erste Aufnahme und ich würde sagen, Feuer frei. Bitrate viel zu gering. So, eine Testaufnahme. 2,7K, 30 FPS. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal um. Ich hoffe, jetzt macht das. Ebenfalls nicht gemacht. So, stoppen. Puh. Also das war 4K30? Das soll 4K30 sein. Okay, ja. Wir gucken mal weiter. So, 4K, 30 Bilder pro Sekunde. Ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab. Ich habe so ein unschweres Gefühl oder ungutes Gefühl. Ja, Selfie und noch ein Bild dazu. Er hat auf jeden Fall die Aufnahme gespeichert. Also, das sieht hier dann aber nicht nach 4K30 aus. Nein. Das ist 2,7K. Okay. Das ist die stabilisierte jetzt gerade. Ja. So, und das andere war die 4K. So, jetzt guck mal die nächste noch an. Okay, das ist die, die du wiederholt hast, weil du dachtest, die ist abgestürzt. Mhm. Ja, also starten kann ich sie schon mal. Wir machen es einfach mal so ganz. Das war die Erstaufnahme im Studio. Oh, okay, hier. Mach mal einmal ohne. Ganz ehrlich, was ist denn das für eine Wiederholfrequenz? Ich hab keine Ahnung. Also offiziell 30 Bilder pro Sekunde, aber das sind keine 30 Bilder pro Sekunde. Nee, ist interpoliert, würde ich sagen. Also ungefähr von 20. Wir haben hier vielleicht 15 bis 20 Bilder pro Sekunde. Ja. Und das müssten auch die Studioaufnahmen sein. Das ruckelt. Ja. Achso, ja, Tritratralala, ich gucke auch mal direkt in die Kamera. Das sagen sie sogar. So, ja, internes Mikrofon, keine Ahnung. Wir gucken kurz nach der Bitrate. Zu gering auf jeden Fall. 15 Mbit. 15 bis 20. So wenig ist es jetzt eigentlich nicht. So. Es nimmt auf. So. Einmal wieder so eine ruhige Fahrt. Ich erzähle mal wieder was dazu. Das sieht übrigens besser aus, gerade flüssiger. Ich drehe das Ganze zu mir um. Achso, so sieht übrigens das Studio hinter uns aus. Wenn man es denn erkennt, das weiß ich noch nicht. So. Und dann machen wir jetzt nochmal so eine kleine Ruckelorgel. Keine Ahnung, was da von bald überbleibt. So, jetzt gucken wir uns noch die Fotos an. Bild ist soweit in Ordnung, aber halt auch stark überbelichtet. Also der Himmel ist komplett ausgebrannt, mein Arm ist auch kaum an Struktur zu erkennen, mein Gesicht fehlt auch zur Hälfte, nenne ich es jetzt mal. Farbe sieht ein bisschen blass aus, Details sind jetzt auch eher zurückhaltend. Es ist aber okay, würde ich jetzt sagen. Ist kein Totalreinfall. Nein, das nicht, nein. Dann eben das Waldstückchen. Ja, es ist in Ordnung, also okay. Ja, künstlich nachgeschärft. Ja, das auf jeden Fall. Also man merkt, glaube ich, das Alter der Kamera. Rauschen hinten. Gut, ist halt eben wieder eine schwierige Lichtsituation, aber das Grundrauschen. Ja, also grundsätzlich so die Bilder, finde ich, sind jetzt noch mit am besten an der Action-Kamera. Das ist schon okay. Ja.
Und das war das Selfie, ja. Aber kein Highlight. Das Gesicht schon. Das sieht auch nicht nach 20 Megapixel aus. Nee, da kann man auf jeden Fall mehr rausholen. Also ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, dass zum Teil interpoliert wird, was die Bildrate angeht. Die Bitrate ist auch sehr gering, was das Video angeht. Bildqualität selbst hier im Innenraum war das, fand ich, in Ordnung. Da lief es gefühlt irgendwie flüssiger. Was ich draußen aufgenommen habe, sah halt nicht so flüssig aus. Und halt eben auch nicht nach der besagten Auflösung, die es angeblich sein soll. Also wenn, muss das ein extrem krass arbeitender Codec sein, der aus so einem großen Bild dann wahrscheinlich sowas bloß beibehält, aber dann sagt, es wäre so groß. Also das sieht nach einem Mix aus. Also ja. Wenn ich persönlich da noch was sagen kann, das sieht persönlich nach einem Mix aus 720p und maximal Full HD aus. Ja, irgendwie so, ja. Also mit 4K, also echten nativen 4K sowieso nicht. Mit den 30 Bildern haben wir gesehen, dass es auch nicht so hinkommt. Dass die es Farben waren ziemlich schlecht. Ja. Sehr rotstichig, teilweise auch dann im Bauschi. Also die Farbtemperatur haut überhaupt nicht hin. Ja, und halt eben, dass das Bild halt dann nur minimal stabilisiert ist, also elektronisch, da geht deutlich mehr. Ja gut, man kann jetzt sagen, okay, was erwartet ihr, wenn ihr hier eine Kamera mit so einem Zubehör für 50 Euro kauft? Also eigentlich, wenn man jetzt den Versprechungen des Herstellers glaubt, dann hat man hier halt eine tolle Kamera mit 20 Megapixeln, 4K, 30 Bilder, was eigentlich gut wäre. Aber das so richtig stemmen kann die das nicht. Und ich sag mal, grundsätzlich für, ich will irgendwas probieren und das mal austesten, ist das völlig okay. Wenn wir da aber uns nochmal ganz kurz zurück entsehen, wo ich wieder ins Studio reinkomme und sagte, hey, hier, das Ding ist mir einmal abgestürzt, Aufnahmen wurden nicht gespeichert, dann hinterlässt das bei mir schon wieder so richtig starke Zahnschmerzen, weil gerade dann, wenn ich was aufzeichne und er sagt, ja bitte die Micro-SD-Karte wieder einlegen oder neu initialisieren, dann sind die Aufnahmen weg. Also ich bin ein paar Minuten, also einmal um Block jetzt rum und das hat er alles nicht gespeichert. Und wie gesagt, auch die Aufnahme draußen in 2,7K und in 4K, die musste ich zweimal machen, weil das nicht gemacht hat. Also ich würde in dem Moment eher sagen, Finger weg. Ja. Und du hast ja auch gesagt, sie kommt dir sehr bekannt vor. Letztlich ist das genau das, was wir vor 5, 6 Jahren schon hatten. Ja, 2016, 2017 hatten wir das, was da jetzt geboten wird, auch mit dem ganzen Lieferumfang auch schon. Klar, da haben die noch mehr gekostet. So ich 90, 100 Euro. Irgendwie so den Hersteller Firefly im Kopf, aber das war einer von den Actionkameras aus Übersee, die relativ gut funktioniert hat. Wir hatten zum Beispiel DB Power. Damals. Das dürfte die sein, ja. Das könnte durchaus sein. Ich könnte dir sogar noch welche, ich gehe mal ganz kurz kramen. Zwei hast du auf jeden Fall noch gefunden, einmal von Eken, AlphaWise. AlphaWise ist eigentlich von GearBest eine Brand. War mal ein guter China-Shop, mittlerweile dann halt auch nicht mehr zu gebrauchen. Wir klambüsern die hier auch mal ganz kurz aus der Kiste raus. Zack. Also Formfaktor ist jetzt ein bisschen anders. Das Gehäuse hat man ein bisschen angepasst, aber Bedienelemente und so weiter, die sind relativ ähnlich. Auch die kompletten Abmessungen. Also man könnte schon sagen, dass das irgendwie mit auf der Basis fungierte. Bei VI, gucken wir mal rein. Wobei ich die noch als recht gut in Erinnerung habe. Die waren noch ein bisschen besser schon. Ja. Das war kein Totalreinfall damals. Ja, die waren jetzt auch nicht toll. Aber die meisten Kameras, die vor wenigen Jahren rauskamen und mit 4K geprotzt haben, konnten 4K halt eben nur mit 24 Bildern pro Sekunde darstellen. Und das fühlte sich hier auch gerade so an. Wie gesagt, vom Aufbau sind die alle extrem ähnlich. Und hier ist eigentlich zu erkennen, dass der Formfaktor, Button, Linse und alles drum und dran ziemlich gleich ist. Und wenn wir oben drauf gucken, na, seht ihr, da kommt das eigentlich der Ursprung her. Selbst der Akkuslot ist identisch. Also da kann man jetzt wirklich sagen, irgendwie in dem Bereich, also auch die Displayabmessungen sind fast identisch, wobei das ZI noch ein Hauch größer ist. Aber auch hier sind die beiden LEDs für die Inbetriebnahme, was hier dann hier ein bisschen besser zu ersehen ist. Also die Kameras sind auch 4, 5, 6 Jahre alt. Das darf man dabei jetzt nicht vergessen. Und ich habe auch einfach das unschwere Gefühl, packen die mal wieder beiseite, dass diese Kamera, die wir jetzt hier gerade gekauft haben, genauso alt ist, mit noch, ich sag mal, Fake-Specs daherkam, die eigentlich gar nicht so umsetzbar waren. Und auch was die Bildqualität angeht, da geht heute halt einfach deutlich mehr. Also man muss sich nur angucken, was so günstige Smartphones auf die Reihe bekommen. Das kann man jetzt mit Sicherheit nicht vergleichen, aber wenn man so von einem Redmi Note 11 spricht, da waren die Aufnahmen sogar auch leicht stabilisiert. Zwar auch nur in Full HD, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Müssen wir den Testbericht selber von mir nochmal angucken oder durchlesen. Aber selbst da ist sowas schon mit drin. Und das ist hier einfach wirklich so, ich glaube, ihr könnt es so ein bisschen verstehen, was wir meinen. Einfach so der alte Standard, den man jetzt irgendwie noch immer verkauft und der nicht das ist, was dort eigentlich versprochen wird. Ja. So würde ich das jetzt erstmal
Also ich würde mal ganz kurz ein Fazit von mir abgeben. Es ist kein Totalreinfall. Nein. Ja, man hat halt auch viel Zubehör bei, muss man auch noch positiv performen. Hatte man aber damals auch schon. Bei den anderen liegt auch jede Menge Zubehör bei. Letztlich würde ich persönlich eher dazu raten, man soll sich vielleicht eine gebrauchte GoPro 5 oder 6 holen, zahlt dann vielleicht 80, 90 Euro und hat deutlich mehr als jetzt von so einer Geschichte. Kriegt man die tatsächlich für den Preis? Ja, also wenn du da schon eine 4, 5 Generationen zurückgehst. Ja, wir sind jetzt bei der 8er, ne? Ja, bei der 10. Der 10 sind wir schon. Und wir haben die 7 haben wir noch da, ne? 7 und 8. 7 und 8. Oh, siehst du? Ja, so eine Relevanz hat das mittlerweile. Also gar keine mehr so richtig. Ihr hört es, was Kai sagt. Also lieber eine gute Gebrauchte kaufen, wo man weiß, dass die Bildstabilisierung definitiv funktioniert und die Bildqualität auch deutlich besser ist als das, was hier abgeliefert wurde. Gegen das, wie es theoretisch funktioniert, spricht erstmal gar nicht so viel. Aber halt einfach diese mega schlechte Bitrate, also diese Viereck-Artefakte, das wird jetzt in der Videoaufnahme nach dem Rendern auf YouTube für euch sogar noch schlimmer aussehen als bei uns im Original. Das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die 15 MB pro Sekunde, das ist noch okay, aber... aber wie gesagt, das kann der Prozessor ja wahrscheinlich auch gar nicht verarbeiten, dass da mehr Bitrate bei rumkommt oder die tatsächliche echte Auflösung angesprochen wird. Also man muss es ganz banal sagen, das ist mittlerweile ein Cent-Artikel wahrscheinlich in China. Wahrscheinlich. Die wird wahrscheinlich von den Herstellungskosten bei 4, 5, 6 Dollar liegen oder so. Also weder das Gehäuse fühlt sich wertig an, noch das Display war gut. Das ist halt die Hardware, das ist Massenprodukt, weil die Hardware da drin wird seit 5, 6 Jahren hergestellt. Ja, und dann das ganze Zubehör, im Endeffekt sind es ja auch nur irgendwelche Plastikteile, muss man ja jetzt mal ganz einfach sagen. Ich meine, letztendlich, das Gesamtpaket macht erstmal guten Eindruck, aber was dann die Nutzbarkeit angeht, habe ich direkt einen Fail gehabt, dass das Gerät einfriert, dass die Micro-SD-Karte mehrfach nicht erkannt wurde, dass die Akkulaufzeit wahrscheinlich auch gar nicht so prall ist, Display und Bedienung halt wirklich unterirdisch ist, also nicht mehr aktuell und dieses da und dort und hoch und runter und es ist einfach antiquiert, also... In den Rezensionen schrieb man übrigens, die Akkulaufzeit kommt mit einem Akku so auf 25 bis 30 Minuten. Ja, das ist eigentlich nichts. Wenn du die nächstgrößere gewählt hättest, es gibt ja noch ein paar andere von denen, dann haben die teilweise sogar 4 Akkus im Lieferumfang. Also die wissen wahrscheinlich schon, warum. Also ich meine, vor allen Dingen eine halbe Stunde, was ist denn das? Die machst du an, läufst rum, machst wieder aus, machst wieder an und eine halbe Stunde ist nicht viel. Also beim Spazieren oder irgendwo was filmen oder auf dem Pferd, Ausritt oder so, das ist nichts. Und dann ist das Ding gleich alle. Also, nee, also in dem Fall würde ich eher sagen, lass die Finger davon. Glücklich wird man da wahrscheinlich nicht, wenn man das jetzt den Kindern zu Hause in die Hand drücken will und sagt, hier, nehmt auf, ist nicht so schlimm, wenn die kaputt geht, ist es okay. Aber einfach mit der Gefahr hin, dass die Aufnahmen erstmal gar nichts werden, macht das keinen Sinn. Und wie gesagt, wir haben eine hochwertige Micro-SD-Karte drin. Also ich würde es in dem Fall nicht machen. Also das ist jetzt so mein Eindruck. Aber das ist ja nur unsere Meinung. Genau, vielleicht hat ja jemand von euch diese... Action-Kamera zu Hause, hat eine andere Micro-SD-Karte vielleicht drin, die vielleicht tatsächlich besser kompatibel ist als unsere. Oder man darf nur 64 GB rein machen, kann ja auch sein. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Aber es sollte dann, wenn schon, auch laufen. Und für mich wäre das jetzt so ein Eindruck, wo ich sage, würde ich wieder zurückschicken. Weil mit dem, was ich jetzt gerade da habe, wir gehen einfach davon aus, wir haben nur diese Micro-SD-Karte, funktioniert es halt nur 50-50, also sporadisch. Und selbst für 50 Euro würde ich sagen... Ja. Und dann haben wir ja wieder das Problem, man kann theoretisch eine App benutzen zum Einstellen und darüber auch die Aufnahmen starten, aber wenn man jetzt noch WLAN an der Kamera anmacht, sinkt die Akkulaufzeit halt noch stärker, schneller. Ja. Und die Datenverbindung von dem Gerät zum Telefon wird auch nicht schnell sein. Also wie gesagt, wir kennen das halt einfach aus den alten Kameras, wir haben es ja ein bisschen dargestellt, macht auch wenig Sinn. Da bist du schneller, wenn du das Ding in den PC reinsteckst und da guckst, ob da was draus geworden ist. Haben wir auch gemacht und wie gesagt, Bildqualität ist halt einfach nur bescheiden. Das ist nicht das, was ich dann eigentlich erwarte, wenn man von 4K und stabilisiert spricht und also Auflösung plus Pixelbrei so richtig. Nee. So ist es. Ich würde sagen, wieder was gelernt. Man sollte nicht immer zum günstigsten greifen, vielleicht dann doch manchmal einfach zur gebrauchten guten Ware greifen oder irgendwas mit Rang und Namen, was nicht gerade schon 4, 5 Jahre alt ist, was man ja blöderweise als Laie manchmal auch gar nicht weiß. Wir haben glücklicherweise den Einblick schon in den letzten Jahren haben können, dass es halt so eine Kameras gibt und haben da auch schon ganz viele ausgesiebt. Also selbst Xiaomi hatte mal, oder Xiaomi, wie ihr es gerne aussprechen wollt, hatte schon Action-Kameras, die wir auch gut waren, aber aus heutiger Sicht auch nicht mehr überzeugen können. Also da hat sich viel, viel getan und spätestens seit der GoPro Hero 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben sich die Welten so dermaßen geändert, was die Stabilisierung und Bildqualität angeht, inklusive Lichtverhältnisse, gerade bei so einem brennenden Wetter wie heute, da können die Dinger einfach alle nicht mehr mithalten. Und wer so ein bisschen was von Bild, Video und Ton, der war ja nur auch nicht doll, haben will,
ist vielleicht auch der Grund, warum das Lavalier-Mikrofon mit bei liegt, neben dem Zubehör, der sollte halt einfach zu anderen Geräten greifen. Das ist, glaube ich, so das finale Fazit, was ich jetzt dazu abgeben würde. Für, ich will mal ausprobieren oder ich gebe es meinen Kindern, ist es okay, das will ich nicht abstreiten. Für ganz simple, einfache Anwendungszwecke, okay. Aber wie gesagt, mit der Gefahr hinaus, dass die Aufnahmen gar nicht erst gestätigt werden, ist es halt eigentlich nicht das Geld wert. Jo. Schade eigentlich, hätte ich auch mal was werden können. Vielleicht hätten wir ja doch mal ein Schnäppchen gemacht. Gut, aber so ist das Leben, ne? Man kann halt nicht immer nur gewinnen, man muss halt auch mal verlieren oder so. Ne, es klingt blöd, aber ihr wisst, wie der der Hase so läuft, ne? Der schlägt auch gerne mal Kanten oder Ecken und egal, ich schweife irgendwie ab. Feedback rein in die Kommentare, wir freuen uns natürlich drüber, wenn ihr vielleicht Vorschläge habt, welche von den Kameras, die es noch so auf dem Markt gibt, die in einem bezahlbaren Reich sind, auch gut sind. Schreibt es gerne mit rein oder was ihr so nutzt, wenn ihr noch eine Actionkamera nutzt, das wäre natürlich die nächste Frage. Ich glaube, wer Moped fährt oder Motorrad oder viel unterwegs ist im Wald und am Helm irgendwie was befestigt hat, der wird sowas noch benutzen. Die meisten wahrscheinlich dann schon gar nicht mehr, weil man vieles halt einfach mit dem Handy machen kann. Ich bin auf euer Fazit oder auf eure Meinung gespannt, definitiv. Und in diesem Sinne, hauen wir raus. Gehen wir weg. Wir sind weg. Tschüss.